vor allem, weil wir ja da eben jetzt vor allem aus dem Piratenumfeld Leute sind. ACTA betrifft nicht nur das Internet, sondern im Gegenteil, es geht wesentlich über verschiedene andere Regulierungen raus, die im Bereich der Produkte, von normalen physischen Produkten im Rahmen der WTO bis jetzt verhandelt worden sind. Und ich finde es bezeichnend, dass eine Organisation mit der Erklärung von Bern, die sich vor allem um Entwicklungsländer kümmert und um ihre Rechte, dass sie auch Proteste angemeldet hat, sie haben geschrieben, und man nimmt den Kampf gegen Medikamentenfälschungen zum Vorwand, dass man eben Generika bereits beim Grenzübertritt, beim Exportieren oder Importieren in Europa könnte beschlagnehmen. Und das heisst, dass es eben nicht eigentlich nur darum geht, die kommerziellen Interessen, Markeninteressen zu sichern, sondern es geht auch darum, die berechtigten Interessen von Entwicklungsländern, dass sie mit Generika günstiger gegen gesundheitsgefährdende Seuchen oder gegen AIDS-Behandlungen anbieten, dass man das Interesse kaputt macht. Und ich verstehe es nicht, wie man den Zoll quasi zu einer Netzpolizei machen kann, dass der Zoll quasi mit Steuergeldern die Gewinninteressen von den internationalen Pharmakonzernen durchsetzt. Also es gibt auch außerhalb vom Internet gute Gründe gegen ACTA zu sein. Und last but not least, eine wichtige Message, was mir wichtig ist, auch in dem Zusammenhang zu sagen, Piratinnen und Piraten, meine Überzeugung ist der Kampf gegen ACTA, der Kampf gegen Zensur, der Kampf gegen Schnüffelei, das kann man nur zusammen und nicht gegen die Kulturschaffenden gewinnen. Da haben wir schwierige Debatten im Zusammenhang mit dem Urheberrecht, wo ich glaube, wo wir nicht alle einer Meinung sind, respektive ihr, mit mir vielleicht nicht überall. Ich glaube, wenn man das verständliche Feindbild von den Medienkonzernen bemüht, dann nachher läuft man manchmal auch Gefahr, dass man das Kind mit dem Bad ausschüttet. Dass man am Schluss die Kultur-KMUs, sage ich jetzt mal, die einzelnen Kulturschaffenden existenziell bedroht, die heute noch davon leben, dass es Urheberrecht gibt und die halt in einer Gesellschaft, die durch kapitalistische Verwertungsmechanismen bestimmt ist, auch nicht können, einfach nur vom Genuss leben, sondern am Schluss die Batzeli brauchen. Die wenigsten werden reich und die Idee, sie plündern andere aus, ist in diesem Zusammenhang falsch. Und ich glaube, ihr wisst ja eigentlich, um was es geht. Wie wichtig das beispielsweise Copyright ist, das wissen ja die Vertreter von der freien Software selber am besten. Copyleft ist ja genau ein Konzept, wo man eben Mechanismen von Copyright nutzt, um die Privatisierung von geistigem Eigentum zu verhindern, um zu verhindern, dass das, was eine Community geschaffen hat, plötzlich von Grosskonzernen kann kommerzialisiert werden. Ich glaube, das ist eine Debatte, die wir mit Augenmaß führen müssen. Und wenn schon, glaube ich sicher, geht es nicht darum, das Urheberrecht abzuschaffen, sondern wenn schon, geht es darum, das Urheberrecht zu überwinden, zu neuen Formen von gemeinsamem Eigentum an kulturellen Werken zu kommen. Was sicher ist, und ich komme zum Schluss, es braucht Widerstand und es braucht lauten Widerstand, damit ACTA nicht länger totgeschwiegen werden. Ich hoffe, der Schrei wird gehört, wird multipliziert über das Netz, über die anderen Medien, weil wesentlich ist für mich, dass keine Parlamentarierin, kein Parlamentarier in Bern oben nachher Ja sagt zu dem Abkommen, einfach nur darum, weil sie oder er nicht weiss, was drin steht. Unser Protest zeigt Wirkung, wenn man Deutschland anschaut, wenn man Polen anschaut, wenn man Tschechien anschaut, wenn man Lettland anschaut. Alle haben die Ratifizierung aufs Eis gelegt und ich hoffe, dass unser Protest in der Schweiz auch genug stark ist, dass wir
Einwohnern eines Landes, das mitgeholfen hat, das Abkommen überhaupt anzuschieben, auch zu einem Land uns entwickeln können, das mithilft, es wieder zu beerdigen.